guten Morgen, Deutschland. Wir sind in der U-Bahn, also auf dem Weg raus aus der U-Bahn. Und Stefan sagt, wo es lang geht. Aber er weiß es nicht so genau. Ja, nach einer kurzen Nacht, wir waren so gegen 2 im Bett, da war das Video hochgeladen, sind wir jetzt um 7 Uhr beim Frühstück gewesen. Und gerade auf dem Weg zum Kongress. Wir werden da jetzt versuchen, unsere Tickets zu bekommen. Ja, so sieht's vom Kongress aus. Überall alles schön dekoriert. Lange Schlangen erstmal, obwohl wir schon um 8 Uhr da waren. Und alle wollen natürlich ihre Tickets haben. Bernhard hat natürlich alle Tickets besorgt, im großen Stil, wie er das kann. Genau, Bernhard Juncker, unser Reiseleiter. Und dann sind wir an unseren Arbeitsplatz gegangen, hier ins Theater. Ja, ein wunderschönes Theater. Mal wieder richtig Theater, kein Fernsehstudio. Genau, wunderschön, tolle Bühne. Und hier ist sozusagen für Stefan und mich und auch natürlich die Tamara so der Hauptarbeitsplatz während der Wettbewerbsproben. Das ist das Regie-Team extra aus Skandinavien eingeflogen, die das hier alles gut im Griff haben. Ja, natürlich schauen wir, dass das richtige Licht für die Künstler da ist. Und da sind wir gleich bei den Proben beim Duo Loco. Die Proben sind sehr entspannt hier, oder? Doch, also kurz, 10 Minuten nur, aber effizient. Ja. Und gut organisiert alles. Ja. Ihr seid ja amtierende holländische Jongleur, Zaubermeister? Hauptsächlich Deutsche. Da haben wir den 2. Platz und in Holland den 3. Von daher... Ja. Ist, ja. Aber ihr studiert in Holland und tritt für Deutschland an. Genau, ja, wir studieren in Rotterdam und stehen zu unserem Heimatland. Sehr schön, wir freuen uns und wir wünschen euch toi, toi, toi. Dankeschön, wir Danke. Freuen uns auch. Ja. So, zu so einer richtigen Weltmeisterschaft gehört natürlich auch ein richtig großes Programm. Zumindest vom Format her ist das hier schon mal definitiv gegeben. Hier kann man sich also orientieren. Es gibt für jeden Tag hier so eine riesengroße Wand und man kann wahlweise an der Wand oder auf dem Fußboden gucken, was hier heute so passiert. Das ganze Kongresscenter ist echt komplett durchgestylt. Alle Wände sind dekoriert. Echt schön gemacht. Und immer wieder trifft man nette Leute. Es ist immer so ein bisschen wie so ein Familientreffen, man fliegt einmal um die halbe Welt und trifft ganz, ganz viele vertraute Gesichter, wobei teilweise auch nur die Hälfte davon gefühlt zumindest. Reden wir gleich noch drüber, aber reden wir gerne drüber. Oder über halbe Gesichter? Nein, also Topaz, wenn Sie nicht, also das ist die Hälfte von Topaz sozusagen, die andere Hälfte ist zu Hause geblieben. Ich habe in der Zeitung... Achso, die andere, die bessere Hälfte ist natürlich dabei. Nein, aber wir müssen ja gar nicht wir wollten gar nicht über das Essen reden, sondern über Zaubern vor allem. Habt ihr schon einen ersten Eindruck euch machen können von der FISM hier 2018 in Busan? Also es geht ja jetzt erst los, allerdings konnte ich gestern die Public Show hier, also die Show für die Öffentlichkeit, die jetzt in der letzten Woche lief, angucken und die war fantastisch. Ich war total begeistert, ganz, ganz viele Highlights und das hat mich echt weggeblasen und das war fantastisch. Okay, sehr schön. Was uns eben schon aufgefallen ist, wir waren eben schon bei den ersten Bühnenproben und es ist wieder eine Theaterbühne. Also viele haben aufgeatmet, als sie den Saal gesehen haben. Wie ging es euch? Genau dasselbe. Juan Mayoral wird begeistert sein. Und tatsächlich, ne, die Bühne eignet sich fantastisch für Manipulatoren, vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, weil sie relativ breit ist und schwierige Winkel hat. Aber ich habe so das Gefühl, jemand, der in der Mitte steht, der ist im Zentrum der Aufmerksamkeit für den ganzen Kongress, der da gleichzeitig zuschaut. Breite Bühne und trotzdem ein Gefühl von Intimität, also ganz toll. Und eben auch eine Theaterbühne und wir haben auch mit dem Regie-Team gesprochen, die haben die Möglichkeit, wieder richtiges Theaterlicht zu machen und kein Fernsehlicht. Also ich glaube, die Zuschauer, die hier vor Ort sind, werden ein tolles Erlebnis haben. Und Jana, was machst du hier in der Organisation? Ich bin hinter der Bühne und helfe, wo ich kann. Muss es ja auch gehen. Ja, aber Jana bereitet gerade ihre eigene Zauberdarbietung vor und es ist ihre zweite FISM. Sie gehört zu den Stuttgarter Zauberkünstlern und hat am Anfang als Tänzerin bei uns gearbeitet, begonnen im Team und ist mit uns aus Kisten gesprungen. Und jetzt gibt es dann bald die erste Solo-Darbietung. Aha, und möchtest du da schon was zu erzählen? Gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Gibt es noch nicht viel zu erzählen, dann werden wir da auch gar keine Geheimnisse versuchen so rauszufinden. Aber was ist dein Eindruck von der Arbeit hier? Ich sag mal, Korea, es scheint ja vielen erstmal sehr weit weg von der Mentalität oder anderem her. Wie ist so die Zusammenarbeit mit all den Leuten, die ihr ja so getroffen habt bislang? Super bisher, sehr gut organisiert, sehr freundlich alle, hilfsbereit, prima. Also das klingt, euer erstes Fazit ist positiv und ihr freut euch auf die nächste Zeit. Absolut. Und wie gesagt, dieses La Grande Illusion, wie diese Public Shows hießen, waren so
überzeugend, vor allem Yuho Jin als Moderator. Ne, der hat gar nicht seine Weltmeisternummer gemacht, seine Manipulation, sondern hat er durchs Programm geführt und es war fantastisch. Ich hoffe, dass der hier durchs Programm führt. Ich glaube, sie überlegen gerade noch, ob der die Freitag-Gala moderiert. Und das macht er wie ein Fernsehmoderator in einer wahnsinnigen Coolness, so eine Art koreanischer Roger Moore. Also wirklich toll. Und es war für mich so bisher die Kongressentdeckung. Da freue ich mich drauf, den nochmal zu sehen am Freitag. Okay, bemerkenswert. Manipulatoren, die auch reden können und sich das auch auf offener Bühne trauen, hat man ja auch nicht immer. Sehr schön, wir sind gespannt und schauen mal, wir werden vielleicht ja im Laufe der Tage nochmal miteinander reden, wie dann so eure Erkenntnisse dann so gewachsen sind. Und schauen wir mal, wen wir noch so finden. Jakob Matthias, deine ersten Eindrücke hier in Busan von der FISM? Super soweit. Also es liegt alles schön nah beieinander und man trifft viele nette Leute und ja, ist toll. So, jetzt ist es gleich soweit. Der große Moment naht. Wir befinden uns hier im großen Auditorium und hier beginnt gleich die Eröffnungsgala, 16.30 Uhr Ortszeit, der erste Programmpunkt heute hier in Busan. Und für alle diejenigen, die FISM sonst nur aus Rimini kannten, gab es die erste Überraschung schon in dem Moment, als sie dieses Theater betreten haben. Denn wenn wir hier mal schauen, da stehen Nummern an den Stühlen und es stehen Nummern auf unsere... danke, Stefan. Sei doch mal unser... Ja, und Nummern auf den Eintrittskarten. Und das Beeindruckende war, dass es für die Nummern, die auf der Eintrittskarte gab, auch tatsächlich passende Nummern auf den Stühlen gab und jeder jede Nummer nur einmal hatte. Das war schon recht beeindruckend im ersten Moment, oder? Warst du auch überrascht, Stefan? Ja, ich war sehr überrascht, dass nicht drei Leute auf meinem Stuhl saßen und dass es den Stuhl gab und der echt in der richtigen Reihe stand sogar, dass der fest montiert ist und man ihn nicht verrücken darf. Nee, also bis jetzt läuft alles nach Plan, würde ich sagen. Bienvenidos, willkommen, Walupun Wahan Amila. Eine erfrischend kurze Eröffnungsrede von Herrn Dante, muss man so sehen. Die Show, The Illusions, sehr tolle Show, gefühlt 3 Stunden. Ja, aber tatsächlich sogar noch ein bisschen länger, glaube ich. Und die erste Show, die ich gesehen habe, mit einem Filmabspann. Und über die müssen wir reden. Die Eröffnungsshow haben wir gesehen. Videos und Fotos durften wir keine machen. Da wurde schwer gedroht und auch ein bisschen darum gebeten, dass man das respektiert. Das haben wir natürlich getan. Aber ich habe mir hier sozusagen die geballte deutsche Großillusionselite hier um mich versammelt, um mit euch ein bisschen über diese Show zu sprechen. Es waren ja schon ein paar interessante Elemente drin. Zum einen, es war sehr laut. Bitte? Ja. Was? Oder? Was war, aber ich frage mal erstmal offen, was waren so, wenn ihr einfach nur so ein paar Adjektive um euch rumschmeißt, so ein paar beschreibende Worte, wie würdet ihr in wenigen Worten die Show zusammenfassen? Wundervolle Bühnenbilder. Also die Bilder waren gigantisch schön. Ja, ich fand auch ein paar echt starke Ideen drin. Die Übergänge waren fantastisch. Das Ganze ist schön, ja, hat einen guten Flow einfach und war einfach sehr stark. Ja, also ich habe schon zwischendurch eigentlich das Gefühl gehabt, ich würde gerne Standing Ovation machen, weil also mich hat es voll mitgerissen. Ich fand es von vorne bis hinten eine gelungene Show. Ich würde mal sagen, also wenn FISM so endet, wie es angefangen hat, ist es schon perfekt. Das war wirklich, also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich fand die Show perfekt. Ja, ein starker Moment war relativ zu Beginn. Es ging los mit einer Tempo-Illusion-Show, wirklich eine große Kiste nach der nächsten und wirklich du. Und das war für euch wahrscheinlich schon der richtige. Und er kniete dann auf der Bühne, sichtbar außer Atem, zumindest war es gut präsentiert und sagte, and that was just the opening. Das kann man eigentlich auch so als Zusammenfassung für diese Show nehmen, oder? Also vielleicht für die jetzt nicht dabei waren, das fängt an mit einem erscheinenden Hubschrauber. Und er muss ja danach noch was draufsetzen. Das stimmt. Umgekehrt, ich persönlich, also ich finde es interessant, das hatte ich so mitgerissen. Ich habe es am Ende auch schön gefunden. Ich fand, hinterher kam auch so ein Gefühl rein, dass ich mich gecatcht habe. Am Anfang war es für mich so ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, es rannte vor mir weg. Es hat mich erschlagen, es war groß, es war bombastisch, es war beeindruckend, aber klassisch auch zum Beispiel das Licht. Es hängen da, weiß ich nicht, 100 Moving Lights oben in der Decke, da geht mir dann als Techniker dann natürlich das Herz auf, gar keine Frage. Und trotzdem, ja, aber trotzdem war für mich so zwischendurch auch mal der Moment, wo ich dachte, dass die Lichtshow ist irgendwie, zieht alles weg. Man sah die Illusion gar nicht, weil überall irgendwie Lichter kreisten. Also manchmal war es für mich am Anfang ein bisschen zu groß, aber irgendwann hat die Show sozusagen den Bombast der Präsentation auch eingefangen. Wann war für euch der Moment, wo ihr dachtet, so jetzt hat er mich?
Ach, eigentlich schon von Anfang an. Ich fand's, für mich war einer der stärksten Momente, weil ich eben schon über den Hubschrauber gesprochen habe, also dann in der Szene danach wieder den Hubschrauber drin hatte, da habe ich schon gedacht, oh, das könnte echt gut werden, weil hier vieles zusammenpasst. Also ich hatte nicht das Problem, dass es mich nicht in die Show gezogen hat, auch wenn ich es genauso gesehen habe wie du mit der Lichttechnik, dass es ein bisschen schwierig war. Ich hatte manchmal nur Probleme, die Story immer zu verstehen. Und ich glaube, das war auch, ist dem geschuldet, dass die Asiaten da ein bisschen anders auch denken und ein bisschen anders ihre Geschichten aufbauen, als wir es machen. Das kann sein, aber es war schon, das kam dann hinterher tatsächlich so ab dem zweiten Drittel so ein bisschen mehr Storytelling in die Zauberei. Ja, für mich war das, weil du gefragt hast, ab wann hatte er mich? Er hatte mich ganz am Anfang und dann war das immer so wellenförmig. Zwischendurch hat er mich dann mal abgehängt. So als Gandhi erschienen ist, da hat er mich dann ein bisschen abgehängt. Ich fand das ja, genau. Großartig. Also da sind unterschiedliche Meinungen. Ne? Ja. Ja. Dann ging es wieder, als die Illusion kam, natürlich hat er mich wieder gehabt. Und dann war wieder so, als der Junge auf der Bühne war, das war mir ein bisschen lang. Aber so im Großen und Ganzen war die Show toll. Ja, also die Story ist zwischendurch, also ich hatte zumindest mal das Gefühl, ich kann alles interpretieren. Also das fand ich auch super. Auch diese Mischung zwischen Visual Effects und realer Zauberei fand ich einfach gigantisch. Also wie gesagt, ich fand es eine perfekte Show. Da zu kritisieren ist immer schwer, weil ich finde, ja, also für mich war es perfekt. Und von den Moving Heights würde ich auch gern 50% einfach mitnehmen und das wäre auch nicht schlecht. Also ich fand es gigantisch, super. Also weil du sagtest, so, es war schwierig zu kritisieren. Ich fand zum Beispiel die Szene mit dem Jungen ganz nett. Sehr, sehr viel Bombast darum, dass der 10 cm auf dem Stuhl hochgeschwebt ist am Ende. Aber nett verpackt. Was mich halt so ein bisschen dann, was ich schade fand, dass dann der Junge da irgendwie gefühlt 10 Minuten hinter ihm saß und er guckte ihn nicht mal wirklich an. Und es war einfach so, der Junge wurde so ein zusätzliches Requisit. Das war so einer der kleinen Momente, wo ich dachte, naja. Aber wie gesagt, ansonsten Kritik wirklich auf hohem Niveau und ein starker Einstieg, definitiv. Einmal ganz kurz noch, was sagt ihr zum Rahmen, zum Theater? Das war einer der großen Kritikpunkte der gefühlten Fernsehshow in Rimini. Hier jetzt wieder eine schöne Theaterbühne, wie euer Gefühl? Ich glaube, dass es auch eine schöne Bühne hier ist. In Rimini war es viel Kritik. Wir haben ja selber auf der Bühne gestanden in Rimini und ich fand es am Ende gar nicht so schlimm, ganz im Gegenteil. Also ich fand die Bühne in Rimini geil und ja, hier ist es wieder eine normale Theaterbühne. Ich glaube, die Wettbewerbsteilnehmer werden mit allem klarkommen. Deshalb, ich finde es gar nicht so schlimm. Also hier ist es, glaube ich, auf jeden Fall so, wenn man im Theater arbeiten kann, kann man hier gut arbeiten. Traditioneller hier, ne? Auf jeden Fall, ja. Es ist viel traditioneller. Und die vielen Menschen in dem Theater, das ist halt immer wieder ein Erlebnis. Das war auch eine Szene vorhin bei der Show, als alle die Handylichter angemacht haben. Das war gigantisch schön. Genau, das war diese große Show um den kleinen Jungen, der 10 cm auf dem Stuhl hochgeschwebt ist. Also eine eigentlich kleine Illusion, aber alle Zuschauer sollten ihre Handys anmachen, also die Lampe an ihrem Handy, sodass er quasi so den Sternenhimmel gesehen hat. Eine ganz, ganz nette Idee. Ja, finde ich auch super. Also die Idee natürlich, da überlegt man, kann man das bei sich selber auch mal einbauen. Also die Idee ist natürlich super. Und wie gesagt, für viele hat es Längen. Ich konnte da immer irgendwie was mit anfangen. Ich gebe dir aber recht, der Junge war so zwischendurch, der hatte auch echt ein bisschen Probleme, auf dem Kissen sitzen zu bleiben und so. Und er vorne hat halt seine Show abgerissen, aber die hat er echt gut gemacht. Also wobei ich vielleicht noch zurückkomme, was ich sehr schön fand, weil das am Anfang sehr, also der schwitzt ja auch unendlich arg. Und das geht allen Illusionisten, gerade mit Tänzern. Und er hat ja viel Choreografie und musste die Mädels andauernd durch die Gegend wuchten. Das finde ich auch sehr schön, dass aber daraus einen Gag gemacht halt auch. Ja, wir haben zwischendurch mal wieder abgetupft und das gehört auch dazu. Also am Anfang sah er ja schon fertig aus. Und das fand ich auch sehr schön. Und ich zur Theaterbühne nochmal zurück. Ja, ich liebe es so. Und wie gesagt, ich fand es in Rimini eigentlich ein bisschen schade, dass das in so eine Fernsehshow verkommen ist, in Anführungsstriche. Ich fand es super, dass das jetzt wieder eine Theaterbühne ist, so dass man der Kunst auch gerecht wird. Also ihr seht, ein starker Start in die FISM 2018 hier in Busan. Danke euch für eure Zeit und für eure Meinung dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden uns bestimmt noch mal ein bisschen sprechen in dieser Zeit. Und ja, das war unser Blog zu Thema Nummer 2. Der Stefan ist jetzt die ganze Zeit zum Kamerakind verkommen. Ich werde jetzt mal einfach die Kamera kurz hier dem Peter weitergeben, damit der Stefan ganz kurz dazukommen kann. Dann können wir uns an der Stelle... Ja, Stefan, Vanishing Camera, Wahnsinn, oder? Ja, unheimlich. Es war ein toller Abend, es war ein tolles Theater, es war eine tolle Anrede vom Präsidenten, die fand ich besonders kurzweilig. Ganz klein, auf kurz. Ja, was ganz Tolles ist, er hat diese Rede ja auf Englisch gehalten, was ich unheimlich toll fand. Tamara hat mich gefragt, wo die englische Übersetzung ist. Ja, und also es waren Texte eingeblendet, also die Übersetzungen waren eingeblendet in Deutsch und in irgendwas. Koreanisch und Französisch, glaube ich. Ja, und eben keine englische, aber... Tamara hat dann halt gefragt, wo die englische Übersetzung ist bei dem englischen Text. Ja, war schön. War lustig. Wir sind aber auch früh aufgestanden. Und wir werden heute auch früh zu Bett gehen. Das heißt, wir werden jetzt gleich ins Hotel, werden diesen Vlog noch schneiden, für euch hochladen. Wünschen euch einen schönen Tag in Deutschland. Der Peter kriegt schon lahme Arme, deswegen winken wir jetzt auf Koreanisch und sagen bis morgen. Tschüss. Morgen.